Woher wissen Sie, ob Ihr Xiaomi-Telefon gehackt wurde oder nicht? Hallo meine lieben Freunde, wie geht es dir? Ich hoffe, es geht dir gut und in der glücklichsten Verfassung. Heute ist ein wichtiges Video für dich. Woran erkennst du, ob dein Xiaomi-Telefon gehackt wurde oder nicht? Ich hoffe, es gefällt euch. Aber bevor ihr es euch ansieht, abonniert den Kanal, damit ich euch alles Neue präsentieren kann. Und jetzt lasst uns das Video verfolgen. Mit der zunehmenden Zahl von Handy-Hacking-Fällen ist es zu einer großen Sorge geworden, ob unser Telefon vor Hackern sicher ist oder nicht. Allein im Juli waren etwa 3 Millionen chinesische Telefone von einem Cyberangriff betroffen. Eine potenzielle Bedrohung ihrer Daten und ihrer Privatsphäre kann dazu führen, dass sie schreien möchten, was kann ich tun, um sicher zu bleiben? Wenn Sie wissen möchten, ob Ihr Xiaomi-Telefon gehackt wurde oder nicht, dann lesen Sie bitte weiter. Xiaomi-Smartphones sind sehr beliebt, weil sie hochwertige Komponenten zu mittleren Preisen, ein gutes Aussehen und eine anständige Verarbeitungsqualität bieten. Aber da immer mehr billige chinesische Telefone auf den Markt strömen, werden sie zu einem lukrativen Ziel für Hacker. Sie hoffen, ihre Gier zu unterdrücken, indem sie kleine Schlupflöcher ausnutzen, um wertvolle Benutzerdaten zu stehlen. Hier sind 5 Möglichkeiten, um herauszufinden, ob Ihr Xiaomi-Telefon gehackt wurde oder nicht, und was Sie tun können, wenn dies der Fall ist. Erste: Sehen Sie sich die Apps an, die Akkuleistung verbrauchen. Auch wenn es keine eindeutigen Beweise für kriminelle Aktivitäten gibt, kann hinter den Kulissen etwas Illegales vor sich gehen. Die Überprüfung des Akkuverbrauchs ist eine der besten Möglichkeiten, um herauszufinden, ob Ihr Telefon gestohlen wurde. Apps, die im Hintergrund laufen, heizen Ihr Telefon auf, besonders wenn es eine Art Spyware darauf gibt. Allerdings kann selbst die raffinierteste Spyware Spuren auf Ihrem Telefon oder Tablet hinterlassen. Überprüfen Sie zuerst die Akkunutzungsoption. Suchen Sie unter Einstellungen Akkunutzung nach unerwarteter Software oder anderen ungewöhnlichen Dingen. Da Google einen umfassenden Google Play Protect Mechanismus in Android integriert hat, passiert dies nicht mehr so oft wie früher, aber wir empfehlen dringend, dies zu überprüfen. Es ist möglich, dass Ihr System mit versteckter Malware infiziert ist. Suchen Sie also nach allem Verdächtigen und nicht nur nach Apps mit seltsamen Namen. Wenn der Akku Ihres Telefons häufig aufgeladen werden muss, könnte dies einen Hack bedeuten. Oder die Gesamtakkulaufzeit Ihres Telefons könnte aufgrund von Verschlechterung kürzer sein. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Erzwingen Sie das Stoppen der App, die Sie für verdächtig halten, und starten Sie Ihr Gerät neu. Überprüfen Sie, ob ein Unterschied auftritt. Wenn ja, dann hast du den Übeltäter. Andernfalls müssen Sie die anderen beteiligten Apps überprüfen. Einige Apps, wie ZB, Fernüberwachungs-Apps, können jedoch verborgen bleiben, selbst wenn Sie in der App-Schublade suchen oder einen Virenscan ausführen. Es gibt bereits viele Apps, um Xiaomi-Handys auszuspionieren, also können Sie sich für diese Apps entscheiden, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Andererseits werden diese Anwendungen zur Überwachung von Mitarbeitern und Kindern verwendet. Xiaomi-Telefone sind mit vielen unnötigen Apps vorinstalliert, die im Hintergrund ausgeführt werden. Diese verbrauchen Akku und verlangsamen Xiaomi-Geräte. Es ist am besten, Bloatware zu entfernen, wenn Sie sie nicht verwenden werden. Zweite: Suchen Sie nach hoher Datennutzung. Die meisten Personen sehen sich den Abschnitt zur Datennutzung in den Einstellungen nicht an, da sie unbegrenzte Datenabonnements haben. Wenn Ihr Xiaomi-Gerät jedoch einwandfrei funktioniert und Sie wissen möchten, ob es gehackt wurde, gibt es eine andere einfache Möglichkeit, dies zu tun. Wenn Sie einen Virus haben, kann dieser Ihre persönlichen Daten über eine ständig aktive Anwendung, die mit böswilligen Parteien kommuniziert, an Dritte weitergeben. Um festzustellen, ob dies der Fall ist, gehen Sie zu Einstellungen Verbindungen und LAN-Datennutzung und schlagen Sie nach. Bei Xiaomi-Geräten können Sie Folgendes tun. Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Xiaomi-Geräts, die normalerweise durch ein Zahnrad gekennzeichnet sind. Klicken Sie auf die Option Verbindungen. Gehen Sie zur Datennutzung. Tippen Sie dann auf LAN-Datennutzung. Es zeigt Ihnen den Datenverbrauch von Wi-Fi über einen bestimmten Zeitraum, ZB, einen Monat. Außerdem zeigt es Ihnen die Apps und Daten, die Sie in diesem Zeitraum verbraucht haben. Beim Klick auf eine Anwendung,
ZB Facebook, werden Ihnen die verbrauchten Daten sowohl im Vordergrund als auch im Hintergrund angezeigt. Der Hintergrund ist der Hintergrund, der uns für jede App wichtig ist. Hintergrunddaten sollten immer kleiner als 1 GB sein. Netflix, Womax, Disney, Twitch, YouTube, Spotify und andere Streamingdienste verbrauchen regelmäßig viele Daten. Wenn jedoch ein anderes Programm zu viele Daten verbraucht, stimmt etwas nicht. Finden Sie hier alles, was fehl am Platz ist. Jede Nicht-Streaming-App sollte nicht mehr als 3 GB Daten verbrauchen, während sie im Hintergrund ausgeführt wird. XnSpy, eine Fernüberwachungsanwendung, verfügt über einen integrierten Wi-Fi-Nutzungsprüfer. Die App kann dabei helfen, zu überwachen, welche Apps ihre Internetdaten verwenden, sodass sie deren Nutzung innerhalb der App begrenzen können. Der Vorteil von XnSpy besteht darin, dass es die Sicherheitsprüfungen anderer Anwendungsdatenüberprüfer umgehen kann, da es im Stealth-Modus arbeitet. Färben Sie die Ergebnisse also nicht ein. Der Wi-Fi-Limiter von XnSpy kann verwendet werden, um die Surfgewohnheiten von Kindern im Internet einzuschränken, damit sie nicht zu viel Zeit damit verbringen, im Internet zu surfen. Es handelt sich also um eine App zur Überwachung des Browserverlaufs auf Android- oder iOS-Geräten. Dritte, Sie erhalten verdächtige Pop-up-Anzeigen auf Ihrem Telefon. Pop-ups erscheinen in unterschiedlichen Größen und Formen, zu ungewöhnlichen Zeiten und auf einer Vielzahl von Websites. Wir haben gelernt, mit ihnen umzugehen. Diese Apps sind lästiger als alles andere. Sie sind nur Werbung, die den Inhalt abdeckt. Sie können jedoch bösartig sein und zu Datendiebstahl oder Eingriffen in die Privatsphäre führen. Halten Sie Ausschau nach seltsamen Pop-ups oder Anzeigen, die seltsam oder fehl am Platz erscheinen. Setzen Sie sie niemals unter Druck. Google hat mehrere Änderungen vorgenommen, um Nutzer vor solchen Anzeigen zu schützen. Google Chrome für Android blockiert automatisch Pop-up-Werbung. Diese können lästig sein, da sie oft schwer abzuschalten sind und einige laut und unausstehlich sind. Aber es ist ein Trick, drücken Sie nicht auf die Schaltfläche löschen. Starten Sie Ihr Smartphone neu, anstatt Ihren Browser zu schließen. Geben Sie keine persönlichen Informationen in ein Feld ein, das Sie nicht kennen. Geben Sie Ihre Kreditkarteninformationen oder Ihr Passwort nicht weiter. Vierte, verwenden Sie Codes, um zu überprüfen, ob Sie gehackt wurden. Anrufe, Nachrichten und andere Daten können an eine andere Person gesendet werden, wenn Ihr Telefon gehackt oder abgehört wird. Aber lass dich nicht zu sehr einspannen. Wenn Sie glauben, dass Ihr Telefon gehackt wurde, verwenden Sie die Wähltastatur, um jeden Verdacht auszuräumen. Die Codes, um zu sehen, ob Ihr Telefon gehackt wurde, sind unten aufgeführt. Bestätigen Sie Ihre Telefonnummer für die Übertragung, Raute 21 Raute. Einige Hacker gehen noch einen Schritt weiter und leiten alle ihre Anrufe und Nachrichten weiter, egal wie weit sie entfernt sind. Bedingungslose Datenumleitung oder Transformation ist der Begriff, der für diese Art von Angriff verwendet wird. Diese Art von Verhalten ist schwer zu erkennen. Ohne dass Ihr Telefon klingelt, bricht die Umleitung Anrufe ab und leitet sie an eine andere Leitung weiter. Infolgedessen wird Ihre Telefonrechnung nie angezeigt, im Gegensatz zur bedingten Weiterleitung, wenn Ihre Telefonnummer den Anruf technisch entgegennimmt. Finden Sie heraus, ob Ihr Telefon gehackt wurde, indem Sie Raute 21 Raute wählen. Wählen Sie einfach Raute 21 Raute, um die Einstellungen zu löschen. Zeigen, ob jemand meine verpassten Anrufe abhört, Raute 61 Raute. Betrüger können Ihre Anrufe abfangen und auf eine andere Nummer umleiten. Bedingte Rufumleitung ist der Fachbegriff dafür. Wenn Ihr Telefon einmal klingelt und es keine weiteren Spuren von eingehenden Anrufen gibt, sollten Sie anfangen, Ratten zu riechen. Möglicherweise bemerken Sie die Anrufweiterleitung nicht einmal, wenn Sie den Anruf verpassen. Hacker können einen solchen Angriff auch nutzen, um Nachrichten an eine andere Telefonnummer weiterzuleiten. Fünfte, wenn Sie ungewöhnliche Aktivitäten auf einem der Gerätekonten vermuten. Wenn ein Hacker Zugriff auf Ihr Telefon erhält, kann er auf alle Ihre Konten zugreifen. Sie können soziale Medien, E-Mails und eine Vielzahl von Lifestyle- und Produktivitäts-Apps steuern. Es kann sich auf verschiedene Weise manifestieren. Dies kann das Zurücksetzen eines Passworts, das Senden von E-Mails, das Markieren ungelesener E-Mails,
an deren Lesen sie sich nicht erinnern, oder die Anmeldung für neue Konten, die ihnen Bestätigungs-E-Mails senden, sein. In diesem Fall sind sie möglicherweise anfällig für Identitätsbetrug. Dies geschieht, wenn Betrüger Informationen verwenden, die von ihren kompromittierten Konten gestohlen wurden, um neue Konten oder Kreditlinien in ihrem Namen zu eröffnen. Bevor Sie eine Sicherheitsüberprüfung auf Ihrem Telefon durchführen, sollten Sie Ihre Passwörter ändern, ohne sie auf Ihrem Telefon zu aktualisieren. Die Social-Media-Überwachungsfunktionen von Xinspy tragen dazu bei, Kinder vor Identitätsdiebstahl, gefälschten Nachrichten und Phishing-Betrug zu schützen. Es kann dazu beitragen, die Online-Präsenz von Kindern zu schützen und Telefone vor verschiedenen Apps zu schützen, um Xiaomi-Handys auszuspionieren. Smartphones sind unsicherer als Computer. Seine Popularität und Benutzerfreundlichkeit ziehen schändliche Akteure an, die ihre Schwachstellen ausnutzen wollen. Sogar mächtige Regierungen auf der ganzen Welt haben sich auf die dunkle Seite der Telefonüberwachung gestürzt. Nachrichtensender auf der ganzen Welt haben über Pegasus, ein israelisches Spionagentur, berichtet. Hacker werden Benutzer über WhatsApp kontaktieren und Pegasus auf ihren Telefonen installieren. Selbst wenn der Telefonbesitzer den anonymen Anruf nicht beantwortet, könnten die Hacker Zugriff auf seine Daten erhalten. Es ist also nicht ganz Xiaomis Schuld. Indem Sie diese Schritte befolgen und wachsam bleiben, können Sie Ihr Xiaomi-Telefon vor Hackern schützen. Lassen Sie Ihr Smartphone nie für längere Zeit unbeaufsichtigt. Sie können auch ein Abonnement für eine vertrauenswürdige App erwerben, um Ihren Browserverlauf zu überwachen. Xinspy in unserem Fall. Am Ende des Videos bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, dass Sie die Probleme gelöst haben und sehen uns in einem neuen Video.